Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den iCrush-Adventskalender und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. 149 Euro habe ich dafür bezahlt und man konnte zwischen Gold und Silber wählen und ich habe keine Ahnung, welche Farbe ich gewählt habe. Ist schon eine Weile her, dass ich bestellt habe und der ist jetzt auch leider schon ausverkauft. Aber dieses Video ist vielleicht eine kleine Inspiration fürs nächste Jahr, dass ihr einfach schauen könnt, was sich hier so drin verbirgt. Man konnte online auch immer so ein bisschen diese Schmuckstücke sehen. Ich glaube, dass sogar alle abgebildet waren, auch als Tragebilder, ne? Und das finde ich auch sehr charmant, weil du kaufst nicht so ganz die Katze im Sack damit. Ja, was steht denn hier drauf? Steht es irgendwo? Nee. Verrät sich nicht, werden wir auf jeden Fall herausfinden und es sollen tatsächlich auch 24 Schmuckstücke enthalten sein. Ich weiß noch, als die angefangen haben, Adventskalender rauszubringen, habe ich den ja auch vorgestellt. Also da habe ich den auch selber gekauft und da fand ich den ja schwierig von der Verpackung her. Dieses Jahr, auch letztes und vorletztes Jahr, es wurde immer besser, ne? Es ist eine wunderschöne Schatulle, was ich echt toll finde. Und das ist ja wohl mal der Wahnsinn. Wie wunderschön ist das gestaltet, ne? Ich mag dieses 3D-Design und das sind hier Schubladen, Merry Christmas. Das hat man doch super gerne in der Weihnachtszeit so stehen. Ich habe es jetzt mal einfach so hinter Erwin geklemmt, ne? Dann sieht man auch so ein bisschen dieses 3D-Design. Und dann starten wir mal mit der ersten Schublade. Ich glaube, dass in der ersten Schublade 12 Büchschen drin sind und in der zweiten auch, ne? Also, dass man das quasi sortiert hat. Und das Ganze kommt hier in so kleinen Organza-Säckchen daher. Ich habe offensichtlich Gold gewählt, was ich ganz cool finde. Und dann schauen wir mal. iCrush hat auch vom Schmuck her, vom Stil her, das Ganze nicht so super filigran. Oh, mir ist irgendwie kalt. Keine Ahnung. Ich habe Kerzen an, ich habe die Heizung an, aber eiskalte Finger. Genau, also da werden wir jetzt nicht super filigranen Schmuck erwarten können. Das ist etwas auffälliger, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Diese Art von Kettenform finde ich zwar speziell, aber nicht ganz so toll irgendwie. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum man eine Hälfte so eine Kettenglieder macht und eine Hälfte so eine Kettenglieder. Ist nicht so ganz meine Welt. Dann haben wir hier so einen Coin-Anhänger dran. Das sieht ganz hübsch aus. Ist halt nicht so ganz mein Vibe, aber das muss es auch nicht sein. Das sind Engelsflügel, was eigentlich schön ist, ne? Und hier haben wir zwei verschiedene Verschlüsse. Einmal quasi im Nacken. Und steht da auch iCrush drauf? Ja, das ist natürlich auch schön. Und dann haben wir hier auch noch einen Verschluss. Und dann könntest du dir theoretisch auch eine Y-Kette davon machen. Das heißt, oder? Ja, du könntest das auch hier abmachen und dann etwas länger hängen lassen wahrscheinlich, oder? Nee, leider nicht. Schade. Nee, dieser Schließmechanismus nimmt dann sowohl diesen Coin auf, als auch die Öse hier zu dem anderen. Okay, das hätte ich jetzt nämlich cool gefunden. Aber naja, ansonsten haben wir jetzt so eine halblange Kette und die kannst du dann dadurch, dass du hier hinten das Ganze verstellbar hast, halt auch länger und kürzer stellen. Ne? Länger jetzt nicht als so, aber kürzer stellen halt. Ja, kann man machen, ist halt aber nicht so ganz mein Stil, wie ja schon gesagt. Ne? Dadurch, dass es halt zwei verschiedene Kettenviecher sind. Weiter geht die wilde Reise am 2. Dezember und hier ist was Leichtes drin. Dürfte das ein Armband sein? Ich denke schon, ne? Ja, da haben wir dann auch ein sehr, sehr kleines Armband. Oha, okay. Ja, es ist recht grob. Schaut so aus. Super schlicht, sage ich jetzt einfach mal auch dazu. Du kannst es zu vielen anderen kombinieren. Aber das ist sehr, sehr eng. Also hier ist theoretisch noch ein Extender dran schon. Aber wenn ich mir das jetzt umlege, dann passt mir das gerade so, ne? Also ich habe jetzt auch keine super schmalen Handgelenke, aber das passt gerade so, wird sich auch nicht wirklich groß bewegen können. Nicht so mein Vibe. Okay, bislang konnte der Adventskalender bei mir noch nicht so ultimativ punkten. Mal gucken, was die Nummer 3 sagt, denn die ist selbstverständlich auch mit dabei. Ja, wir machen das Schmuckset auf jeden Fall final mit Ohrringen. Und die finde ich natürlich richtig hübsch, ne? Ich habe ja als Sternzeichen auch Zwillinge und das ist ja ein Luftkreis, also Luftkreis. Zeichen quasi, ne? Ein Luftsternzeichen. Und da passen natürlich Flügel auch irre zu. Also die finde ich richtig hübsch und ich denke auch, dass ich die sehr gerne tragen werde. Das sind so geschlossene Kreolen. Die mag ich ganz gerne leiden. Also das ist auch wohl wirklich mein Vibe, weil die auch nicht zu klein sind. Da passt mein Ohrläppchen auch rein, ne? Hier haben wir die Nummer 4. Oh ja, das ist auch meins, ne? Hier sind wir tatsächlich auch ein bisschen filigraner vom Schmuck her, was ich ganz interessant finde. Aber gut, so ein paar filigrane Sachen werden wir hier sicherlich schon finden, aber überwiegend ist das Ganze etwas auffälliger gestaltet.
Ich meine, dass iCrush sogar in München oder generell auch so Filialen hat und so, ne? Also die sind auch stationär verfügbar. Also habt ihr da vielleicht sogar noch Glück und könnt euch da einen Adventskalender sichern. Das weiß ich jetzt aber nicht. Ich lehne mich da jetzt noch ganz weit aus dem Fenster. Auch hier haben wir relativ lange Möglichkeit, um das weiterzustellen. Und da ist eine extrem schöne Sonne dran. Und die hat auch so einen schönen Stein mit am Start. Und hier haben wir die Kette. Und da seht ihr auch diese richtig lange Verlängerung. Die könntet ihr mega kurz tragen oder auch ein bisschen länger. Und das finde ich sehr hübsch. Der Stein ist nicht schlicht weiß oder so. Der funkelt richtig in lila, grün, blau. Hübsch. Die Nummer 5. Vielleicht haben wir auch immer Kette, Armband, Ohrring. Kette, Armband, Ohrring. Nee, hier haben wir tatsächlich auch die passenden Stecker zu der Kette, die wir gerade hatten. Und die sehen wirklich hübsch aus. Also das mag ich sehr, sehr gerne. Ne? Lässt sich definitiv sehen und passt auch schön zusammen. So, an Nikolaus darf es jetzt gerne was Besonderes sein. Und die haben wir hier. Und jetzt schauen wir mal hinein. Oha! Ja, hier haben wir eine Kreuzkette. Leute, ich lasse das drin. Ich will das nicht immer rein und rausfummeln. Das macht mich wahnsinnig. Finde ich ganz süß. Also wenn man halt auch wirklich ein gläubiger Mensch ist, dann macht das durchaus Sinn, sowas auch zu tragen. Und ich glaube, dass auch viele so ein Kreuz als modisches Accessoire ganz gerne verwenden. Und ja, eine schöne Kette auf jeden Fall. Und ich finde es auch toll, dass wir am 6. Dezember, also an so einem besonderen Tag, auch eine Kette drin haben und nicht irgendwie ein Armband oder so. Machen wir weiter am 7. Dezember. Den habe ich hier und der kommt mit Herzchen um die Ecke. Hier haben wir ein dazu passendes Armband am Start. Auch hier wieder mit dem Kreuz, ne? Also wie gesagt, wenn man halt jemand ist, der sowas auch gerne trägt, dann macht das durchaus Sinn und es macht auch in einem Adventskalender Sinn. Das ist ja auch so eine besinnliche Zeit und eigentlich ja auch eine eher christliche Zeit und ja, deswegen gut hier drin aufgehoben. Die Nummer 8 darf machen, das ist Kraft und die habe ich nun hier und das fühlt sich recht leicht an. Das sind wunderschöne Ohrstecker, beziehungsweise das sind wunderschöne Kreolen, Ohrringe. Auch die passen zu dem Set, welches wir gerade ausgepackt haben, mit der Kette und dem Armband. Das ist schon hübsch, ne? Also das passt gut zusammen. Weiß ich nicht, ob man das jetzt alles komplett kombiniert tragen sollte oder ob das vielleicht ein bisschen viel Kreuze sind, aber muss man selber entscheiden. Hier habe ich jetzt die Nummer 9 und da werden wir uns definitiv über ein weiteres Schmuckstück freuen dürfen. Unser nächstes Set wird begonnen und diese Kette finde ich wunderschön. Das ist so eine geflochtene Kette und die geht halt auch komplett so durch. Ich denke, dass ich die sogar behalten werde. Pro Adventskalender und davon habe ich ja dieses Jahr 150 plus ausgepackt. Also hier stehen auch noch ein paar, es werden immer mehr werden. Behalte ich in der Regel 2 bis 3 Produkte. Ne? Überleg mal, wie viele Produkte das allein dann schon sind. Also man soll es halt einfach nicht übertreiben. Ich finde, diese Kette hat eine perfekte Länge. Wunderschön zum Layern und ich finde auch das Gold von iCrush sehr hübsch. Deswegen ist es eine schöne Sache und kann ich mir auch gut vorstellen, das dann auch zu tragen. Und was ich bei iCrush auch wirklich schön finde, vor allem in Relation zum Beispiel zu Paul Valentine, das wird zum Beispiel bei den Ketten und bei den Armkettchen auch das Logo halt mit drauf haben, dass da halt draufsteht, dass es von iCrush ist, ne? Und ich finde, das gibt dem Ganzen halt auch wirklich diesen hochwertigeren Vibe, sodass man halt auch irgendwie weiß, okay, das ist jetzt nicht irgendwie günstiger für einen Adventskalender produziert, sondern es könnten auch Standardprodukte sein. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin mal gespannt, wie es in Nummer 10 weitergehen wird, weil die ist doch relativ schwer ist. Weil die ist doch relativ schwer ist. Okay, das kann ich euch so mal rausnehmen. Auch das war online abgebildet und das ist auch wieder eine Kette. Wir haben hier sehr viele Ketten drin. Und hier haben wir so eine Mondsichel dran. Und das ist eine enge Kette mit Perlen und hier unten hast du halt diese Mondsichel. Das finde ich extrem schön und das ist wunderschöner Sommerschmuck, ne? Also richtig, richtig hübsch und vor allem, wenn du diese Kette dann trägst, dann könntest du sogar diese hier dazu kombinieren, weil die halt auch ein Tickchen länger ist, ne? Das wird wirklich schön zusammen aussehen und ich feiere sowieso Perlen an Schmuck. Also das ist halt wirklich meins. Man muss bei Perle manchmal ein bisschen aufpassen, weil je nachdem, wie man das auch kombiniert, kann man dadurch vielleicht auch 1-2 Jahre älter aussehen. Aber man sieht definitiv edel damit aus. Hier habe ich jetzt die Nummer 11, die erste Schnapszahl. Und ja, da haben wir dazu passende Kreolen und die finde ich ja richtig hübsch. Und wir haben nämlich sowohl Perlen dran, als auch so Steinchen. Das könnt ihr wahrscheinlich jetzt auch relativ gut sehen, ne? Und die werden halt, also das sind voll geschlossene Kreolen, werden so geschlossen, aber ich mag das. Also ich weiß noch von iCrush,
die hatten mal irgendwann auch so Ohrkreolen, genau, die dann halt auch einen sehr breiten Steg hatten. Da sind mir die Ohrläppchen auseinandergeflogen, ne? Die Nummer 12 habe ich hier und das ist die Halbzeit. Und da haben wir dann ein passendes Armband zu der Kette, die ich jetzt definitiv behalten werde. Aber das Armband feiere ich persönlich jetzt nicht so, weil ich nicht so Armbänder feiere. Wobei, das ist ein schönes Armband eigentlich, ne? Das kann man eigentlich gut tragen, aber ich bin, wie ihr ja schon gesehen habt, mehrfach und auch gehört habt, nicht so der Armband-Fan. Was natürlich auch ein Stück weit daran liegt, dass ich ein HB-Männchen mehr oder weniger bin. Also ich mache ständig irgendwas und fussel rum und hast du nicht gesehen. Und dann stört mich das halt irgendwie, wobei Ringe mich nicht stören. Und andererseits ist es so, dass meine Arme halt nicht bei jedem Armband halt passen, ne? Und dann ist es halt irgendwie unangenehm, wenn man sich da irgendwie reinquetschen muss. Und schon sind wir bei der zweiten Hälfte des Adventskalenders. Ja, also diese Schächtelchen hier drin sind ganz... Doch eigentlich ist es schön, dass die bunt sind, ehrlich gesagt. Ne? Ich nehme jetzt hier mal die Nummer 13, weil das hat ein bisschen so ein Vibe von, ich habe so ganz viele Geschenke unterm Tannenbaum liegen. Ne? Und ja, hier haben wir das passende Armband zu der Mondsichelkette, also zu dieser Perlenkette. Guck mal, wie klein. Aber das habe ich euch ja eben schon gezeigt. Die sind ja alle gleich lang. Trotzdem, also für mich ist es halt nichts winzig klein. Also das, liebes iCrush-Team, das geht so nicht. Also... Das ist gemein, ganz ehrlich. Also ich fühle mich dadurch wirklich nicht wohl, wenn ich halt so kleine Armbändchen in so einem Schmuck-Adventskalender drin habe, weil, also, nee, ein Adventskalender sollte mir ein gutes Gefühl geben. Dann mach doch diese Längen ein bisschen länger oder keine Ahnung. Also das finde ich schade, bin ich ehrlich. Ne? Gut, dann gehen wir weiter zu der Nummer 14. Die haben wir hier und die ist recht leicht. Das heißt, wir haben ja sicher Ohrstecker drin, aber schön. Das sind nämlich auch dann ja, Perlenohrstecker und da unten drunter hängt dann so ein Glitzersteinchen. Sowas mag ich auch ganz gerne leiden, aber ich habe festgestellt, dass ich das sehr, sehr wenig trage. Ich sehe auch, dass man das tatsächlich abnehmen könnte, sodass du dann einfach nur die Perlenohrstecker hättest. Das ist halt voll mein Vibe. Also das habt ihr auch schon öfters bei mir gesehen. Ich trage sehr, sehr häufig einfach Perlenohrstecker, weil ich das praktisch finde. Ja, jetzt geht's weiter mit dem 15. Dezember. Ich will jetzt nicht allzu sehr hier durchrasen. Aber es ist schon, also schön, ne? Das kann man nicht anders sagen. Hier haben wir wieder eine Kette drin, die relativ schlicht ist. Und ich lasse es jetzt mal einfach ein bisschen. Ich bin nicht faul, ich bin nur pragmatisch, so kann man das doch sagen. Ne? Auch das ist eine klassische Kette. Die hat tatsächlich nämlich eine recht lange Verlängerung mit dabei. Ne? Ja, also relativ klassisch, weil die Plättchen sind so platt gedrückt. Ganz interessant. Also die Kettenglieder. Und das finde ich schön. Das kannst du mit anderen Ketten sehr schön kombinieren. Und ja, da bin ich halt auch wirklich Fan von, sowas zu machen. Gerade im Sommer mag ich gerne so Ketten kombinieren. Am 16. Dezember habe ich jetzt hier das lila Schächtelein. Und dort darf eine Kette drin sein? Nein, das ist ein Armband. Okay. Ist süß, mit einem Herz drauf. Ist jetzt nicht so hundertprozentig mein Stil, muss ich gestehen. Es sei denn, es sind halt wirklich so Herzketten. Also ich habe eine von meinem Freund zum Beispiel mal geschenkt gekriegt. Ne? Die habe ich mal von ihm in einem Etsy-Adventskalender, den er tatsächlich selber zusammenbasteln musste, da dumm, geschenkt gekriegt. Und das trage ich halt einfach, weil ich einfach weiß, dass es einfach von ihm kommt. So, ne? Aber ansonsten, wenn ich das jetzt so random irgendwo drin habe, dann ist es halt so, ja, ne, so als Accessoire nicht unbedingt gut. Die Nummer 17 ist jetzt eine Woche vor Heiligabend. Und da haben wir dann unser nächstes Organza-Säckchen. Mich würde ja mal interessieren, wenn diejenigen, die einen silbernen Adventskalender ausgewählt haben, den auspacken, ob man da dann auch silberne oder graue Organza-Säckchen hat. Weil ich habe jetzt ja quasi gelbe. Ja, passend zu dem Armkettchen habe ich auch die Halskette. Wie gesagt, die wird nicht bei mir bleiben, weil wenn ein Herz keine Bedeutung hat, dann braucht es nicht bei mir bleiben. Das hört sich ein bisschen hart an, ne? Ist so. Genau, dann gehen wir zu der Nummer 18 und die eröffnet die Weihnachtswoche. Es ist besinnlich, eine schöne Zeit. Und hier haben wir, hatten wir so ein Armband eben schon mal irgendwo mit drin? Ich meine wohl, ne? Nämlich so eine sehr, sehr grobe Kette. Das ist, glaube ich, auch so ein Klassiker in dem iCrush Adventskalender. Die müssten wir jedes Jahr auch irgendwie so oder so ähnlich drin haben. Sowas ist nämlich wirklich spannend. Du kannst diese Kette auch als Y-Kette verwenden. Das heißt, du kannst die ganz egal wohin
Buch einfach irgendwo dran machen normalerweise, ja. Und, ja gut, das ist jetzt ein bisschen eng. Aber dann könntest du die halt vorne schließen, hast dann so ein Pinöppel vorne runterhängen, ne? So ein kleines Schwänzchen. Und das kann süß aussehen und das kann auch sehr, sehr elegant aussehen, wenn man zum Beispiel einen schönen Ausschnitt trägt oder so. Ich glaube, das kommt ganz gut. Genau. Ja, schöner Start in die Weihnachtswoche. Ein sexy Start in die Weihnachtswoche. Dann gehen wir weiter zum 19. Dezember. Hier dürften mal wieder Ohrringe drin sein. Die hatten wir jetzt schon länger nicht mit dabei. Und hier dürfen natürlich auch die Herzchen-Ohrringe nicht fehlen. Wie gesagt, Herzen müssen eine Bedeutung haben. Und das sind Stecker. Sehen hübsch aus, ne? Ja, kann man auf jeden Fall machen. Das ist, also ein Herz ist ja eigentlich ein gängiges Motiv. Also, ne, da bin ich jetzt mal nicht irgendwie wild unterwegs. So, die Nummer 20 eröffnet den Endspurt Richtung Heiligabend. Und hier erwartet uns eine wunderschöne, schlichte Kette. Das mag ich tatsächlich. Also, dass die hier doch relativ viele recht schlichte Schmuckstücke drin haben. Und das hat eine richtig tolle Form. Also, guckt euch mal diese Kettenglieder an. Das ist schon hübsch, ne? Weil das habe ich jetzt nicht in X Adventskalendern schon drin gehabt. Das sieht schon toll aus. Das ist auch so mehrlagig und das macht einfach Spaß, sich das anzugucken. Die finde ich schön und die scheint auch ein bisschen länger zu sein. Oh ja, oh ja. Das mag ich auch, ne? Dass du hier so eine Kombinationskette drin hast. Ich glaube, die wird auch behalten werden. Muss ich mich nur entscheiden. Welche der Ketten will ich jetzt behalten? Weil alle zu behalten wäre ja auch Mist, ne? Nee, das Armband gehörte dann eben zu der anderen Kette, definitiv. Aber die finde ich schön. Vor allem die Länge gefällt mir. Dass man hier einfach mal eine längere Kette auch drin hat. Ne? Das ist recht selten, tatsächlich. In den letzten Jahren hatte man das öfter, aber mittlerweile sieht man in Adventskalendern oder halt auch in Schmucksets und so eher so kürzere Sets. Die Nummer 21, das sind Ohrstecker. Und hier sind wir mal ausnahmsweise etwas bunter, denn die schimmern violett. Und das ist auch nett. Also wir hatten bislang ja wirklich nur Goldschmuck, beziehungsweise bei den Sonnen hatten wir ja auch ein bisschen was Grün, Lilanes schon irgendwie mit dabei. Aber das hier sind jetzt einfach, ich fussel hier rum, ne? Lilafarbene Ohrstecker und das mag ich. Also das sieht schon hübsch aus, ne? Wenn man dazu passende Ohrläppchen hat. Bei mir ist es so, auch Ohrstecker dürfen gerne ein bisschen größer sein, weil meine Ohrläppchen auch ein bisschen größer sind. Das hier ist dann wahrscheinlich für mich zu klein und für mein zweites Ohrloch hier auf der Seite ein bisschen zu groß. Also nicht die perfekte Größe, aber immer wieder auf der Suche nach dem perfekten Adventskalender. Die Nummer 22 und hier haben wir auch wieder Ohrprodukte drin. Okay, okay, so ein Set hatten wir auch noch nicht. Also ich bin gespannt, was dann in den nächsten Tagen hier drin sein wird. Hier haben wir auch wieder sehr kleine Kreolen. Die werden mir wahrscheinlich zu klein sein. Und da unten dran haben wir wie so eine runde Raute. Oder wie nennt sich das? Ellipse, ne? Genau. Ist hübsch, auf jeden Fall. Und du kannst auch diese Ohrhänger ohne diese Ellipse nehmen und hast dann einfach nur so eine runde Geschichte. Aber das wäre ja schade, ne? Weil meistens kannst du dann einfach auch diesen Ellipsen-Dings da abmachen. Ja, jetzt müsste ich eigentlich sowohl für das Lilane als auch für dieses Ellipsenförmige noch ein Set finden. Wobei du das auch mit den anderen Ketten kombinieren könntest. Okay, die Nummer 23 ist der Tag vor Heiligabend. Und hier haben wir nochmal ein Armkettchen drin. Das ist fancy, das ist wirklich sehr, sehr bunt. Und das pulle ich jetzt auch einfach mal raus. Dann sehen wir es auch mal so. Wird mir dann wahrscheinlich auch wieder zu kurz sein, aber das ist dann halt so. Das ist lila, blau. Ach, guck mal, und da kannst du wirklich alles zu tragen. Okay, ja gut. Hat auch so ein bisschen was Bettelarmbandmäßiges, ne? Finde ich auch ganz hübsch tatsächlich gestaltet. Und ja, meine Maniküre dürfte mal wieder erneuert werden. Aber ihr seht, wie kurz das ist, ne? Das ist schon krass. Also, liebes iCrush-Team, bitte berücksichtigt ein paar mehr Armbreiten. Das ist echt traurig und hart irgendwie so ein Stück weit. Weil wenn man mit meinem Armumfang schon diese Kettchen nicht wirklich tragen kann, dann finde ich das einfach schade. Also ich weiß, dass da viele meiner Freunde halt auch dann das nicht so hinkriegen würden. So, hier habe ich jetzt das Highlight, die Nummer 24. Da muss jetzt ja eine Kette drin sein und die wird dann ja auch wahrscheinlich passend zu den beiden, zu den drei vorigen Kettchen sein, denke ich mal. Genau. Ja gut, also das ist auf jeden Fall ein bisschen was Ausgefalleneres, weil wir da halt so bunte Steine auch mit dabei haben. Ich weiß jetzt aber nicht, ob jeder das dann auch so doll feiert, etwas so Buntes in der 24 zu finden. Also auch die kannst du wirklich enorm verstellen. Du hast es quasi mehr oder weniger von
Joker bis hin zu halblanger Kette, ne, wenn du das halt hier noch so mit berücksichtigst, was ich schön finde. Ist ganz süß, ist ganz schön. Ich finde ihn aber jetzt nicht so ultra besonders. Bin ich vollkommen ehrlich. Wir haben hier nette Schmuckstücke drin, aber ich glaube, dass wir auch andere Adventskalender schon dieses Jahr gesehen haben, die vielleicht einen Tick besser waren, einem einen Tick besser gefallen haben. Was ich hier positiv finde, ist, dass wir hier schon recht viele schlichte Produkte auch so mit zwischendrin haben, sodass man das auch schön kombinieren kann und auch diejenigen, die es vielleicht nicht ganz so wild mögen, glücklich machen kann. Aber trotzdem haben wir auch schöne Motive mit dabei, sowohl die gängigen mit Kreuz und Herzchen, als auch ein bisschen was Ausgefalleneres mit den Flügeln und so, ne, und mit diesen bunten Steinchen. Ich finde es halt positiv, dass die online schon direkt gezeigt haben, welche Schmuckstücke enthalten sind, sodass man sich auch selber entscheiden konnte, möchte ich gerne diesen Adventskalender in Silber, möchte ich ihn in Gold oder möchte ich ihn einfach gar nicht haben. Und das finde ich einfach sympathisch, genau. Und dass wir hier Sonne, Mond, Sterne, Herzchen drin haben, sehen wir auch schon vom Design des Adventskalenders, was ich gerade erst so sehe und auch hier mit den Flügeln. Also das findet sich hier wieder. Das finde ich sympathisch. Und wie fandet ihr den iCrush Adventskalender oder wie findet ihr ihn? Schreibt mir das gerne in die Kommentare, da können wir uns gerne austauschen. Und was ist tatsächlich euer liebster Schmuck-Adventskalender bisher? Ich habe hier vorne noch einen liegen, ich weiß nicht, welcher jetzt eher online kommt. Ich weiß es selber noch nicht genau. Ich muss nochmal in den anderen auch noch reingucken, aber na, da sind manche noch schon recht nah beieinander, aber dieser ist es, glaube ich, eher weniger. Leider. Nun, ihr Lieben, das wäre es ja schon von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, dann wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.